Heute in Autopsie. Die Wohnung einer jungen Frau ist verwüstet. Ich hatte ein mulmiges Gefühl im Magen. Der Tatort ist mit Spuren übersät, die aber alle nicht zusammenpassen. Ein großes Puzzle. Ein mysteriöser Tod auf einem Parkplatz in West Palm Beach. Bei meiner Ankunft lief der Motor des Autos noch. Die Tür stand offen und die Scheibenwischer liefen. Ich konnte eine Person über den Fahrersitz gebeugt erkennen. Der Mann in dem Auto war tot. An einem heißen Sommertag macht ein Polizist eine grausame Entdeckung. Sie gingen Richtung Nordwesten und fanden einen menschlichen Fuß, der aus einem notdürftigen Grab ragte. Eine Leiche verscharrt auf einer einsamen Farm. Kilometer südöstlich von Los Angeles liegt die Kleinstadt Whittier. Es ist Muttertag im Jahr 1989. Die 25-jährige Christy Fleming und ihre Schwester Rhonda wollen ihre Mutter zu einem Frühstück einladen. Wir wollten uns um 10 Uhr bei meiner Mutter treffen. Gegen 9 Uhr rief ich Christy an, um den Zeitpunkt noch einmal zu bestätigen. Es war besetzt. Von da an versuchte ich alle 5 Minuten, sie zu erreichen. Es war ständig besetzt. Rhonda ist beunruhigt, fährt aber um 10 Uhr wie geplant zum Haus ihrer Mutter. Auch dort keine Spur von Christy. Um 10.30 Uhr wird Rhonda zunehmend nervöser, da ihre Schwester stets zuverlässig und pünktlich ist. Christy war der bestorganisierteste Mensch, den ich kannte. Sie war nie auch nur eine Minute zu spät. Ganz zu schweigen von einer halben Stunde. Rhonda ruft ihren Vater an und sie treffen sich vor Christys Wohnung. Die Tür war abgeschlossen. Durch das Fenster konnten sie Gegenstände sehen, die aussahen wie der Inhalt aus Christys Handtasche. Ich hatte ein mulmiges Gefühl im Magen. Ein Nachbar hilft, die Tür aufzubrechen. Voller Panik betritt Rhonda die Küche. Der Anblick ist grauenvoll. Christy lag auf dem Boden. Ich griff nach ihrer Hand und schüttelte sie. Aber in der Sekunde, als ich sie berührte, wusste ich, dass sie tot war. Ich rannte aus dem Haus und habe es seitdem nie wieder betreten. Die Polizeibeamten erreichen den Tatort und betreten das Haus. Die Wände sind mit Blut verschmiert, das Telefon ist aus der Verankerung gerissen und die Wohnung verwüstet. Ein grauenhaftes Szenario. Im oberen Stock waren mehrere Schubladen aufgerissen. Und persönliche Gegenstände von Christy lagen auf dem Bett und dem Boden verstreut. Christy liegt in einer Blutlache und ist nur spärlich bekleidet. Ich sprach mit den Ermittlern und untersuchte die Leiche. Ich überprüfte den Status der Leichenstarre und der Totenflecken, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Die ersten Untersuchungen ergeben, dass Christy bereits seit mehreren Stunden tot ist. Sie hat eine Kopfverletzung, die durch einen stumpfen Gegenstand verursacht worden ist. Eine Schussverletzung liegt nicht vor. Außerdem trägt sie nur noch wenig Kleidung. Sie war fast nackt. Vielleicht war es ein sexuell motivierter Übergriff. Ist Christy Fleming von einem Sexualstraftäter ermordet worden? Oder ist sie das Opfer eines Einbruchs? Die Ermittler durchkämmen die Wohnung auf der Suche nach selbst den winzigsten Details und Hinweisen. Jeder Tatort spricht zu dir. Wenn dir etwas merkwürdig vorkommt, mach dir eine Notiz. Wenn das Opfer kein Raucher war, was machten dann die Zigarettenkippen dort? Eine abgebrannte Zigarette liegt auf dem Küchentisch. Christy war nur Gelegenheitsraucherin, deshalb scheint dieser Zigarettenstummel hier viel am Platz. Sie war eine tadellose Hausfrau. Wenn etwas nicht an seinem Platz stand, dann war etwas nicht in Ordnung. Im Mülleimer finden sich weitere 5 Zigarettenstummel. Sie werden als Beweisstücke katalogisiert.
Ein Tatort ist wie ein großes Puzzle, bei dem wir alle Teile zusammensetzen müssen. Die Ermittler bemerken weitere Auffälligkeiten. Es gibt keinerlei Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens in die Wohnung. Während Christies Handtasche ausgeleert worden ist, scheint ihr Portemonnaie unberührt zu sein. Auch andere offensichtlich wertvolle Gegenstände sind nicht angerührt worden. Wenn das Motiv ein Einbruch gewesen wäre, hätte der Täter sicherlich das übliche Diebesgut mitgenommen, wie Fernseher, Schmuck oder Geld. Während sich die Spurensicherung am Tatort umsieht, untersuchen die Gerichtsmediziner Christie Flemings Leiche. Die Kopfverletzung deutet darauf hin, dass sie niedergeschlagen worden ist. Jede Schädigung des Gehirns ist ein Gehirntrauma. Das heißt einfach nur, da hat etwas eingewirkt, was da nicht hingehört. Das kann relativ harmlos sein, zum Beispiel beim Boxen, dass man vielleicht im schlimmsten Fall K.O. geht. Das kann aber auch richtig schief gehen, dass eine Ader platzt und dann durch die Einblutung das Gehirn zusammengedrückt wird und man dann stirbt. Christies Kopfverletzung allerdings ist nicht tödlich gewesen. Sie hatte winzige Blutgerinnsel in ihren Augen, sogenannte petechiale Blutungen, und Hämatome an ihren Lippen. Daraus schließen die Experten, dass sie nach dem Angriff noch lebte. Nur so haben sich Hämatome und Blutgerinnsel bilden können. Sie hat ein schweres Trauma erlitten, das eine heftige Blutung ausgelöst hat. Anschließend wurde sie erstickt. Eine am Tatort gefundene Bluse ist vermutlich das Mordwerkzeug, mit dem Christie erwürgt worden ist. Aber ein neues Untersuchungsergebnis überrascht die Ermittler. Wir fanden keinerlei Verletzungen, die einen sexuellen Übergriff vermuten ließen. Eine unerwartete Wendung. Zunächst hatte alles nach Raub ausgesehen, was sich aber als fingiert herausstellte. Jetzt gibt es keine Spuren eines sexuellen Übergriffs. Und es ist kein zufälliger Einbruch, denn der Mörder hat versucht, seine Spuren zu verwischen. Sie war niemand, der eine fremde Person einfach so ins Haus gelassen hätte. Wer auch immer sie ermordet hat, er muss sie gut gekannt haben. Da alle Türen verschlossen waren, muss sie den Täter freiwillig in die Wohnung gelassen haben. Christie ist von jemandem ermordet worden, den sie augenscheinlich kannte. Aber von wem? Christies Freund ist der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Doch die Ermittlungen umfassen Christies gesamten Bekanntenkreis. Christie hatte einen riesigen Freundeskreis. Selbst ich wurde gebeten, meine Fingerabdrücke abzugeben. Christie hatte einige enge männliche Freunde, denen sie vertraute und denen sie bedenkenlos gestattete, sie auch in späten Abendstunden zu besuchen. Die Ermittler grenzen den Kreis der Verdächtigen schließlich auf 4 Männer ein. Christies aktueller Freund und 3 weitere Ex-Freunde. Sie überprüften alle 4, konnten aber nicht nachweisen, dass einer von ihnen der Mörder war. Aber ein ehemaliger Highschool-Flirt, Arturo Gutierrez, ist erst kürzlich wieder in Christies Leben getreten. Am Anfang wusste Christie nicht, dass er noch verheiratet war. Arturo fing ein Verhältnis mit Christie an und sie hatte ihren Freunden erzählt, dass sie intim miteinander waren. Den Ermittlern gegenüber gibt Gutierrez aber an, dass diese Affäre bereits beendet war. Er sagte aus, dass er Christie 2 bis 3 Monate vor ihrem Tod nicht mehr gesehen hatte. Auch Christies Schwester glaubt nicht, dass Gutierrez zu einem Mord fähig ist. Ich kannte ihn schon als Jugendlichen, als er in meine Schwester verliebt gewesen war. Ich konnte ihn mir einfach nicht als Mörder vorstellen. Akribisch planen die Ermittler die Verhöre sämtlicher möglichen Verdächtigen. Ich entwickelte eine Strategie, um den Kreis der Verdächtigen sukzessive einzugrenzen. Ich befragte sie, führte Lügentests durch und nahm DNA-Proben. Die Ermittler müssen herausfinden, wer in der Mordnacht in Christies Wohnung gewesen ist. Wir nahmen von jedem einzelnen Speichel sowie Blutproben. Die Analyse im Labor zeigt schließlich, dass sich Speichel von Arturo Gutierrez an einigen der Zigaretten vom Tatort befindet. Das macht ihn zum Hauptverdächtigen.
Die Überprüfung ergab eindeutig, dass drei der Zigaretten, auch die auf dem Küchentisch von Christie geraucht worden waren. Die drei aus dem Mülleimer hatte Art Gutierrez geraucht. Aber auch die DNA-Analyse kann die eine entscheidende Frage nicht beantworten. Wann hat Gutierrez die Zigaretten in Christies Wohnung geraucht? Ich sprach mit Mr. Gutierrez und er leugnete jegliche Beteiligung. Er blieb dabei, dass er schon seit Monaten nicht mehr bei Christie gewesen sei. Die Mordermittler verhören Gutierrez mit einem versteckten Aufnahmegerät. Immer und immer wieder konfrontieren sie ihn mit der gleichen Frage. Sie hoffen, dass er sich so in eine belastende Lüge verstrickt. Wir fragten ihn mindestens 5 Mal, wann er Christie Fleming das letzte Mal vor ihrem Tod gesehen hatte. 6 oder 8 Monate. Vor dem Mord? Ja. Der Zeitraum wurde von Mal zu Mal länger. Anfangs waren es nur ein paar Monate, später war er sich sicher, dass er sie mindestens 6 Monate lang nicht gesehen hatte. Dann lassen die Beamten die Bombe platzen. Wie können Sie sich dann erklären, dass wir am Tag der Tat Ihre DNA in der Wohnung gefunden haben? Verdammt, nein! Behaupten Sie, ich wäre dort gewesen? Gutierrez lügt und die Ermittler spüren das. Doch alle wissenschaftlichen Hilfsmittel reichen nicht aus, um ihn zu überführen. Sie müssen sich auf etwas anderes stützen, um zu beweisen, dass er der Mörder ist. Auf die Angewohnheiten des Opfers. Einige ihrer Freunde beschrieben sie als Ordnungsfanatikerin, eine, die hinter einem Raucher sofort den Aschenbecher ausleert und den Müll wegbringt. Ihre Wohnung war stets in einem tadellosen Zustand. Man konnte fast nicht glauben, dass dort wirklich jemand wohnte. So ordentlich war es immer. Gutierrez behauptet, dass er seit Monaten nicht mehr in der Wohnung gewesen sei. Christies Ordnungsliebe aber entlarvt ihn. Nie hätte ein Zigarettenstummel monatelang herumgelegen. Die Akten über Gutierrez ergeben außerdem, dass dieser bereits früher gewalttätig gewesen ist und versucht hat, seine Ehefrau zu ersticken. Er hatte sie angegriffen und versucht, sie mit einem Kissen zu ersticken. Die DNA-Analyse beweist, Gutierrez ist am Tatort gewesen. Und seine Behauptung, dies sei 4 Monate her, erscheint äußerst unglaubwürdig. Gutierrez' gewalttätige Vergangenheit trägt zur Verhärtung des Verdachts gegen ihn ebenfalls bei. Die Anklage versucht nun, die Abläufe der Nacht zu rekonstruieren. Christie war von ihrem Freund gegen Mitternacht nach Hause gebracht worden. Danach hatte sie Besuch von Gutierrez bekommen. Schnell wird die Stimmung hitzig. Christies Schwester kann sich gut vorstellen, was geschehen sein könnte. Christie sagte ihm wahrscheinlich, dass es vorbei sei. Er wollte das nicht akzeptieren und flippte aus. Die Ermittler vermuten, dass Gutierrez über diese Zurückweisung derart wütend geworden ist, dass er ausrastete. Gutierrez schlug sie zu Boden, griff nach dem nächstbesten Kleidungsstück und erstickte sie damit vorsätzlich. Die Staatsanwaltschaft allerdings bezweifelt, dass Christie Flemings Tod eine Tat aus Leidenschaft ist. Sie geht von einem gezielten Mord aus. Um das beweisen zu können, benötigen die Ermittler allerdings die Unterstützung der Gerichtsmediziner. Die Beweise aus der Gerichtsmedizin waren entscheidend. Viele denken, dass Ersticken ein schneller Tod ist, aber das stimmt nicht. Erst nach etwa 6 bis 7 Minuten ist bei ihr der Hirntod eingetreten. 6 bis 7 Minuten, eine viel zu lange Zeit für einen Mord im Affekt. Gutierrez hätte genug Zeit gehabt, sein Handeln zu überdenken. Meine Argumentation war, was hatte der Angreifer gedacht, als sie langsam vor seinen Augen erstickte? Er dachte, dass er das zu Ende bringen müsste. Deshalb plädierten wir auf Mord. Arturo Gutierrez wird wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt und zu 25 Jahren Haft verurteilt. West Palm Beach, Florida. Ein beliebtes Sonnenparadies für Touristen und Einheimische. Aber heute... Polizeinotruf? Verdunkeln Wolken das Paradies. Ein Mann wurde vor meinem Haus erschossen. Bitte schicken Sie jemanden vorbei. Die Adresse?
Wir wurden wegen eines Schusswechsels gerufen. Dort finden die Polizisten das Auto eines Pizza-Services samt Fahrer. Bei meiner Ankunft lief der Motor des Autos noch. Die Tür stand offen und die Scheibenwischer liefen. Ich konnte eine Person über den Fahrersitz gebeugt erkennen. Der Mann in dem Auto war tot. Ich informierte die Mordermittlung und die Spurensicherung. Die Beamten durchkämmen den Parkplatz auf der Suche nach möglichen Hinweisen oder Spuren, die der Mörder hinterlassen haben könnte. Jedes Detail ist bei dieser akribischen Arbeit wichtig und kann später zur Lösung des Falls beitragen. Schnelle und richtige Entscheidungen ebenso. Ich forderte sofort die Hundestaffel an, in der Hoffnung, eine Mordwaffe in der Nähe des Tatorts aufzuspüren. Doch die Suche verläuft ergebnislos. Der Kriminalbeamte Gary Martin vom Morddezernat in Palm Beach übernimmt den Fall. Was haben Sie hier? Wahrscheinlich Mord. Die Beamten überprüfen gerade das Nummernschild vom Wagen des Opfers. Außerdem haben sie seine Brieftasche und seinen Führerschein sichergestellt. Das Opfer heißt Robert Lexer. Zusätzlich zu seinen zwei regulären Jobs finanziert Robert Lexer seinen Lebensunterhalt als Fahrer bei einem Pizzaservice. Jeder weiß, dass Pizza-Auslieferer Geld bei sich tragen. Da liegt schnell der Verdacht nahe, dass es sich hier um einen Raubüberfall handelt. Doch die Beweise widersprechen der ersten Ermittlungshypothese. In der Brieftasche von Mr. Lexer fanden wir $211. Geld war also nicht das Motiv. Die Ermittler müssen nach anderen Anhaltspunkten suchen. Wir klopften an die Türen sämtlicher Wohnungen, deren Fenster auf den Parkplatz hinausgingen. Wir hofften, einen Augenzeugen zu finden. Einer der Nachbarn war gerade in seinem Garten, als er hörte, dass jemand durch den Kanal lief, der durch sein Grundstück führt. Dann hörte er, wie jemand wegrannte, und kurze Zeit später ertönten zwei Schüsse. Der Mörder verschwindet unerkannt in der Dunkelheit. Wir überführten die Leiche in die Gerichtsmedizin und das Auto von Mr. Lexer in die Werkstatt der Spurensicherung. Hier wurde akribisch nach möglichen Spuren gesucht. Der Kriminaltechniker verwendet eine Art Staubsauger mit einem Spezialfilter, um selbst mikroskopisch kleines Beweismaterial sicherzustellen. Wir suchten nach Spurenmaterial wie Haare oder Gewebereste des Täters, welches DNA-Spuren aufweisen könnte. Doch die Ergebnisse sind ernüchternd. Es gibt keine Spuren. Auf der verzweifelten Suche nach Antworten sehen sich die Ermittler das Umfeld des Opfers genauer an. Die Wahrscheinlichkeit eines Raubüberfalls tendierte gegen null. Also geriet die Möglichkeit des vorsätzlichen Mordes immer mehr in den Fokus. Wir versuchten herauszufinden, ob jemand ein Motiv gehabt haben könnte. Wir befragten Mr. Lexers Freunde, seine Verwandten und Kollegen. Jeder mochte ihn. Er galt als stets freundlicher, gelassener und hart arbeitender Mann. Aber es hatte jemanden gegeben, der seinen Tod wollte. Um in dem Fall neue Ermittlungsansätze zu erhalten, ziehen die Beamten die FBI-Profilerin Dale Hinman hinzu. Als ich von dem Fall erfuhr, wollte ich mir die Akten noch einmal näher ansehen. Vielleicht war der eine oder andere Aspekt unbeachtet geblieben. Aufgrund der Tatortfotos sowie der Ermittlungsberichte entschied ich, eine persönlich motivierte Tat erst einmal auszuschließen. Kann Hinman durch weitere Erkenntnisse die Ermittlungen in eine neue Richtung weisen? Ich wollte den Tatort persönlich in Augenschein nehmen, um herauszufinden, ob in der Wohnanlage weitere Hinweise zu finden waren. Am Tatort erläutert der Kriminalbeamte Martin der Profilerin Dale Hinman die aktuelle Informationslage. Wissen wir, wer die Pizza bestellt hatte? Ja, ein Stammkunde, der in seiner Wohnung auf die Pizza wartete. Lexer war allerdings nicht der einzige Fahrer, der in dieser Nacht Dienst hatte. Wenn jemand eine Pizza bestellt hat, konnte er nicht wissen, ob Robert Lexer der Lieferant ist. Genau. Das legt den Schluss nahe, dass er kein geplantes Opfer gewesen ist.
Vom Balkon aus können Hinman und Martin den gesamten Tatort überblicken. Es gibt einen Kanal hinter diesem Hügel dort. Der Zeuge, der im Erdgeschoss wohnt, hat gehört, wie jemand durch das Wasser des Kanals gerannt ist. Dann fielen zwei Schüsse. Wenn das Opfer im Auto erschossen wurde, wo stand dann der Schütze? Es ist anzunehmen, dass der Schütze direkt vor der offenen Fahrertür gestanden hat. Wo wurde das Opfer getroffen? Beide Kugeln schlugen in den linken Unterarm ein und sind dann bis in seinen Bauchraum vorgedrungen. Beide Schüsse wurden aus nächster Nähe abgegeben und trafen den Arm des Opfers. Daraus schließe ich, dass es sich bei dem Schützen nicht um einen Berufskiller handelte. Und die Tatwaffe? Die eingesetzte Hundestaffel fand leider keine Waffe. In der Autopsie allerdings konnten wir zwei Projektile sicherstellen. Sie befinden sich gerade im Labor. Detective Martin und ich sprachen mit den Schusswaffenexperten. Wir hofften, mehr über die Patronen und die Tatwaffe zu erfahren. Bisher habe ich zwei verschiedene Patronentypen identifiziert. Einmal ein Hohlspitzgeschoss und ein Vollmantelgeschoss. Zwei unterschiedliche Patronentypen. Bedeutet das auch zwei unterschiedliche Schützen? Mit einem Mikroskop können wir die Geschosse vergleichen. Vielleicht erhalten wir so mehr Informationen. Im Lauf einer Waffe befinden sich in Längsrichtung spiralförmig verlaufende Rillen, sogenannte Züge. Durchläuft die Patrone den Lauf, entsteht ein Abdruck der Flächen zwischen den Zügen, den sogenannten Feldern. Wenn man nun also zwei Patronen hat, die aus derselben Waffe abgefeuert wurden, weisen beide Projektile signifikante Übereinstimmungen auf. Ich glaube, ich habe etwas Interessantes gefunden. Sehen Sie sich das bitte auf dem Monitor an. Die Abdrücke der Züge und Rillen sind auf beiden Projektilen identisch. Beide Patronen sind aus ein und derselben Waffe abgefeuert worden. Das bedeutet, es gibt nur einen Schützen. Die Tatsache aber, dass er unterschiedliche Patronentypen verwendet hat, ist für Dale Hinman eine extrem wichtige Information. Dass der Mörder zwei verschiedene Patronentypen verwendete, ließ den Schluss zu, dass er entweder ein Jugendlicher war oder dass er zufällig Patronen aus unterschiedlichen Bezugsquellen besaß. Während für Dale Hinman das Täterprofil an Facetten gewinnt, erfährt Martin interessante Neuigkeiten von dem Vorgesetzten des Opfers. Morddezernat. Wie viel Geld mehr? Er erklärte mir, dass Mr. Lexa in der Tatnacht laut Quittungen $450 verdient hatte. Wir hatten aber nur $211 bei ihm gefunden. Damit war es möglicherweise doch ein Raubüberfall. In diesem Zusammenhang ergibt sich plötzlich eine sehr interessante Querverbindung. Noch ein Fall von Raub. Hier sind zwei männliche, dunkelhäutige Personen mit Masken. Milton Williams und Charles Hobbs sind soeben wegen bewaffneten Raubüberfalls auf dieselbe Pizzakette, für die auch Lexa gearbeitet hat, verhaftet worden. Ihre Alibis für den Zeitpunkt des Mordes an Lexa erweisen sich allerdings als hieb- und stichfest. Die Ermittlungen gerieten ins Stocken. Die Ermittler bitten Dale Hinman erneut um Hilfe. Ich hoffte, ein gemeinsames Brainstorming könnte helfen. Gibt es hier Gangs? In diesem Wohnkomplex sind diverse Gangs und jugendliche Banden unterwegs. Dann könnte der Täter auch ein Mitglied einer Gang sein. Warum erhöhen wir dann nicht die ausgeschriebene Belohnung? Vielleicht motiviert das den einen oder anderen, den Täter zu verraten. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf Delikte, die von organisierten Banden begangen worden sind. Ein vielversprechender Ansatz. Es ist noch nicht lange her, dass vier Gangmitglieder wegen Autodiebstahls verhaftet worden sind. Und tatsächlich, einer von ihnen, Wallace Gaskins, ist bereit, gegen Strafmilderung den Mörder von Robert Lexa zu nennen. Als wir erfuhren, dass Mr. Gaskins bereit war auszusagen, brachten wir ihn zum Verhör ins Polizeidezernat. Er gab an, dass er Mitglied einer Gang namens M.O.B. sei.
Gaskins sagte aus, dass ein weiteres Mitglied der Gang, Geronimo Castillo, bei einem früheren Zusammentreffen behauptet hätte, den Pizzalieferanten umgebracht zu haben. Wir baten Mr. Gaskins im Verhörzimmer zu warten, während wir eine Hintergrundüberprüfung bei Geronimo Castillo durchführten. Ich jagte Castillos Namen durch unsere Datenbank und entdeckte, dass er in genau der Wohnanlage gemeldet war, in der Mr. Lexer ermordet worden war. Eine heiße Spur, dank Dale Hinman. Gaskins sagt schließlich aus, dass sich die Tatwaffe in der Wohnung eines weiteren Gangmitglieds befindet. Wir fuhren zu dieser Wohnung und konnten die Waffe sicherstellen. Ich brachte die Waffe ins Labor und Morris Cooper führt einen Testschuss durch. Cooper vergleicht die Testpatronen mit den Projektilen, die in der Leiche gefunden worden sind. Wir haben die Waffe. Zu dem Zeitpunkt hatten wir endlich die Waffe, mit der Mr. Lexer ermordet worden war. Aber wir konnten nicht mit Sicherheit sagen, dass Geronimo Castillo abgedrückt hatte. Aber die Tatwaffe ist ein belastendes Indiz. Also nehmen die Ermittler Geronimo Castillo ins Verhör. Wir alle hielten Geronimo Castillo für einen plausiblen Verdächtigen. Dieses hochriskante Verbrechen konnte durchaus von einem jugendlichen Straftäter wie ihm ausgeführt worden sein. Außerdem lebte er in der Wohnanlage, in der die Tat verübt worden war. Anfänglich leugnete er jegliche Beteiligung an der Tat. Er beteuerte, mit Freunden auf einer örtlichen Rollschuhbahn gewesen zu sein. Als die Ermittler ihn aber mit dem belastenden Indiz konfrontieren, bricht der Verdächtige ein. Willst du jetzt die Wahrheit sagen? Ja. Okay. Gut, dann fangen wir nochmal von vorne. Es ist der 28. Juni. In der Mordnacht hatte Mr. Castillo ein Auto aufgebrochen, um das Radio zu stehlen. Plötzlich hatte er gesehen, wie sich zwei Polizeiwagen näherten. Er war in Richtung seines Wohnhauses geflohen, hatte den Kanal durchquert und den Parkplatz seines Apartmentkomplexes erreicht. Als er sich seinem Haus näherte, bemerkte er, wie ein Auto plötzlich vor ihm einscherte. Dieses Auto hatte eine Leuchtanzeige auf dem Dach. Ich dachte, das ist die Polizei. Als sich dann plötzlich die Autotür direkt vor ihm öffnete, nahm er an, dass ein Polizist aussteigen und ihn festnehmen würde. Da zog er seine Pistole. Und deshalb habe ich auf den Mann geschossen. Castillos Kugeln töten Robert Lexer aufgrund einer verhängnisvollen Verwechslung. Mr. Lexer war ein vollkommen unschuldiges Opfer. Ein Mann, der seiner normalen Tätigkeit nachging und nur durch das Zusammentreffen unglücklicher Umstände ermordet wurde. Robert Lexer wurde auch nicht ausgeraubt. Es stellte sich heraus, dass er einen Teil seiner Einnahmen früher am Abend an einem Bankautomaten eingezahlt hatte. Es gab so viele Möglichkeiten für ein Tatmotiv, aber niemand hatte geahnt, dass Lexer ermordet wurde, nur weil er für einen Polizisten gehalten wurde. Die Wahrheit kam nur dank Castillos Geständnis ans Tageslicht. Er gab zu, Marihuana geraucht zu haben. So war seine Wahrnehmung gestört. Und er wollte lieber einen Polizisten erschießen, als wieder im Gefängnis zu landen. Hätte er vorsätzlich einen Polizisten ermordet, so wäre er wohl zum Tode verurteilt worden. Kilometer nördlich von Los Angeles liegt Antelope Acres, eine einsame Wüstenregion. Im Juli 2004 wird der Handwerker Jeffrey Seagale von seinen Freunden als vermisst gemeldet. Er ist zuletzt auf einem verlassenen Grundstück gesehen worden. Es war ein großes Grundstück, voll mit Abfällen, Bauschutt und Schrottautos. Sicher einige Hektar groß. Ein Polizist nimmt das Gelände in Augenschein. Auf dem Grundstück stand ein heruntergekommenes Haus.
Eine Frau namens Theresa Carriger öffnet die Tür des Hauses und gibt an, mit Seagale zusammenzuleben, ihn aber seit Wochen nicht gesehen zu haben. Der Polizist wird stutzig, vor allem weil er an diesem heißen, stickigen Tag etwas Ungewöhnliches bemerkt. Er stand neben einer Eiche, die mitten auf dem Grundstück wuchs. Da bemerkte er den Geruch von verwesendem Fleisch. Der Polizist Litschko ruft Verstärkung. Die Beamten folgen dem Gestank zu einem Erdwall in der Nähe eines offenstehenden Schweinestalls. Sie gingen Richtung Nordwesten und fanden einen menschlichen Fuß, der aus einem notdürftigen Grab ragte. Die Polizisten sperren den Hof als möglichen Tatort ab und bringen Theresa Carriger zu einer Routinebefragung in das Dezernat. Wir informierten die Gerichtsmedizin und forderten die Spurensicherung zur Bergung der Leiche an. Die Kriminaltechniker graben den Leichnam aus. Die Leiche ist in eine Matratze und in Decken eingewickelt und mit Seilen verschnürt. Einen ersten Hinweis gibt der herausragende Fuß. Der Fuß war dehydriert und dunkel verfärbt. Aus dieser Tatsache folgerten wir, dass die Leiche seit mindestens einer Woche dort liegen musste. Da die Leiche in Decken gewickelt war und wir keine möglichen Spuren auf den Laken zerstören wollten, haben wir die Leiche in Folie gewickelt und so wie sie war ins Labor überführt. Dr. Rafi Jaburian enthüllt vorsichtig die sterblichen Überreste. Die Haut war trocken und ledrig, die Leiche in einem Stadium fortgeschrittener Verwesung. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass es sich um einen Mann handelt. Der schlechte Zustand der Leiche aber macht es fast unmöglich, die Todesursache zu definieren. Eine Feststellung von Verletzungen, Krankheitsmerkmalen oder identifizierenden Charakteristika war extrem schwierig. Dr. Jaburian fordert deshalb Röntgenaufnahmen an. Und diese helfen sofort weiter. Die Todesursache war ein Schuss in den Kopf. Die Verletzungen, die das Gehirn erlitten hat, waren definitiv tödlich. Eine weitere Schussverletzung befindet sich in der Schulter. In beiden Einschusswunden stecken Projektilfragmente und zudem auch eine Bleihülse in der Matratze, die um die Leiche gewickelt war. Zunächst werden ballistische Tests durchgeführt, um den Waffentyp zu bestimmen. Die benutzte Schusswaffe war eine Smith & Wesson 357 Magnum, ein leistungsstarker Revolver. Die benutzte Munition war ein Hohlspitzgeschoss, dessen Durchschlagskraft verheerende Wirkung haben kann. Die Untersuchung des Schultereinschusses ergibt, dass auf das Opfer frontal und aus kurzer Distanz geschossen worden ist. Allein diese Wunde wäre schon tödlich gewesen. Der Tod wäre aber sicherlich nicht so schnell eingetreten wie bei dem Kopfschuss. Erst nach dem Schuss in den Schädel konnte das Opfer definitiv nicht mehr sprechen oder sich bewegen. Dr. Jaburian untersucht die Einschuss- und die Austrittswunden. Eine Kugel hat aus kurzer Distanz von vorne die Schulter getroffen und ist durch den Rücken wieder ausgetreten. Die zweite Kugel ist von oben in den Schädel eingedrungen. Der Hirntod ist dann vermutlich innerhalb von wenigen Sekunden eingetreten. Wer ist das unbekannte Opfer? Handelt es sich um den vermissten Jeffrey Seagale? Wir hatten zwei Möglichkeiten, die Leiche zu identifizieren. Entweder durch den Abgleich der Zähne oder der Fingerabdrücke. Die Daten wurden an das Justizministerium weitergeleitet und wir erhielten eine Übereinstimmung. Die Fingerabdrücke der unbekannten Leiche gehören tatsächlich zu Jeffrey Seagale. Er stammt aus einer gutbürgerlichen Familie, doch sein Leben ist zunehmend von seiner Crystal-Meth-Sucht geprägt. Ein junger Mann mit einer schwierigen Vergangenheit. Jeff war seit Jahren ein Gelegenheitsarbeiter. Er hauste auf dem entlegenen Grundstück, hatte einen Truck, seine Werkzeuge und arbeitete für die unterschiedlichsten Auftraggeber.
Jeff war ein gutmütiger, sanfter Mensch. Er hat meiner Schwester oft bei Arbeiten auf dem Hof geholfen. Er hatte schon Alternativen, er hätte bei seiner Familie wohnen können. Aber er wollte lieber unabhängig bleiben. Ich habe ihn immer an der Ecke F und 40. Straße rausgelassen. In einem der heruntergekommenen Häuser dort hat er gehaust. Das sah alles andere als wohnlich aus und war auch für mich keine angenehme Situation. Aber es war seine Entscheidung, dort zu leben. Seine Freunde mögen Jeffrey. Seine Mitbewohnerin Theresa Carriger allerdings ist ihnen nicht geheuer. Theresa hatte auch ein Drogenproblem und war in der Vergangenheit als gewalttätig aufgefallen. Genau wie Jeffrey stammt auch Theresa aus gutem Hause. Genau wie er ist auch sie drogensüchtig. Ihre Freunde bestätigen zudem, dass sie zu Gewaltausbrüchen neigt, die auch Jeffrey bereits zu spüren bekommen hat. Einmal hatte er eine Platzwunde über der Augenbraue, da hatte sie ihn mit einem Hammer geschlagen. Sie stritten ständig und schlugen sich. Er hatte sie nie als seine Freundin vorgestellt, nur als eine verrückte Mitbewohnerin. Es gab pausenlos Gewalttätigkeiten zwischen Jeff und Theresa. Das Problem bei solchen Zeugen ist, dass man nie sicher weiß, wer was wann angefangen hat. Die Polizisten befragen Theresa zu Jeffreys Tod und erhalten eine erstaunliche Antwort. Sie gab während der Befragung zu, dass sie Jeff erschossen und ihn vergraben hätte. Sie behauptete aber, dass Jeff sie im Vorfeld vergewaltigt hätte. Nach Theresa Carrigers Aussage erscheint der Tod von Jeffrey Segal in einem neuen Licht. Die Kriminaltechniker überprüfen den Fall auf Notwehr. Sie hatte den Revolver einem Freund gestohlen, ohne dass er davon wusste. Carriger sagt aus, dass sie mit gezogener Waffe neben dem Bett gestanden hat. Sie habe angeblich Angst vor weiteren Übergriffen gehabt, falls Segal aufwachen würde. Theresa behauptete, dass Jeff plötzlich wie ein Verrückter aus dem Bett hochgeschossen sei. Das habe sie zu Tode erschreckt. Sie sagte sich, wenn ich ihn jetzt nicht töte, entreißt er mir die Waffe und bringt mich um. Also muss ich ihn erschießen. Sie schoss ihm in die Schulter und er schrie vor Schmerzen. Hör auf! Das waren seine letzten Worte. Theresa sagte wörtlich, ich habe weitergemacht, weil ich ihn nicht leiden sehen wollte. Theresa Carriger gesteht, den tödlichen Schuss auf Jeffs Kopf abgefeuert zu haben. Anschließend habe sie die Leiche in die Matratze gewickelt. Sie habe Jeffs Leiche auf einen Karren gehievt und hinter den Erdhügel gekarrt. Während sie das Grab aushob, lag Jeffs Leiche daneben. Währenddessen flogen permanent Flugzeuge vom nahegelegenen Flughafen über ihren Kopf hinweg. Es stresste sie enorm, dass die Flugzeuge so dicht über Jeffs Leiche hinwegflogen. So stellt sich der Tathergang also nun aus der Sicht von Theresa Carriger dar. Sie hat Jeff in einem Akt von Notwehr erschossen und ihn dann vergraben, um keinen Ärger mit dem Gesetz zu bekommen. Der Staatsanwalt hat jedoch seine Zweifel an dieser Version der Geschichte. Die Tatsache, dass sie die Waffe nur wenige Zentimeter neben dem Kopf des schlafenden Mannes positionierte und das Feuer auf ihn eröffnete, als er aufwachte, klang so, als hätte sie ihm aufgelauert. Sie hatte aus einer überlegenen Position heraus den Überraschungsmoment genutzt und die tödlichen Schüsse abgefeuert. Theresas Verteidiger dagegen bleibt dabei, dass sie von Segal angegriffen worden sei und um ihr Leben gefürchtet hat. War das die Tat einer bedrängten Frau und war sie daher zu rechtfertigen? Die Ermittler wenden sich erneut an die Kriminaltechniker, um mit deren Hilfe endgültig Licht ins Dunkel zu bringen.
Wir trafen uns mit Dr. Javurian und Manny Munoz von der polizeilichen Schusswaffenabteilung. Zusammen versuchten wir zu rekonstruieren, wie die Schießerei abgelaufen sein könnte. Um den Tathergang nachstellen zu können, verwenden Dr. Javurian und Munoz einen Dummy, der am anderen Ende der Stadt eigens dafür hergestellt wird. Nur so konnten wir nachvollziehen, ob das angegebene Szenario widerspruchsfrei war. Das war es, was die Geschworenen wissen mussten. Dr. Javurian und Manny Munoz führen Stäbe in die Einschuss- und Austrittswunden, die anhand der Ergebnisse der Autopsie an der Gummipuppe nachgebildet worden sind. Diese Puppen sind so gebaut, dass man sie in alle möglichen Positionen bringen kann. Theresas Schicksal hängt nun davon ab, was die Rechtsmediziner über die Flugbahn der beiden Kugeln herausfinden. Wenn es sich um einen Akt der Selbstverteidigung handelte, dann musste der Schusskanal einen bestimmten Winkel aufweisen, um zu der Geschichte zu passen. Lägen andere Flugbahnen vor, dann stimmte ihre Version nicht. Theresa behauptet, sofort in Jeffreys rechte Schulter geschossen zu haben, als er sich auf sie gestürzt hat. Doch der Einschusswinkel beweist, dass die Kugel von oben gekommen ist. Ich wusste, dass Theresa eine sehr zierliche kleine Frau ist, während Jeff groß war. Somit war es für sie fast unmöglich, aus diesem Winkel auf einen aufgerichteten Körper zu schießen. Außer sie befand sich in einer höheren Position. Damit fällt die Verteidigung in sich zusammen. Sehen Sie sich diese Flugbahn an. Diese wird mit der Kopfverletzung verglichen. Die Kugel kam von hier. Es ist unwahrscheinlich, dass er stand, als er von der Kugel getroffen wurde. Noch mehr schlechte Nachrichten für die Verteidigung. Die Kugel ist von hinten in den Kopf eingeschlagen, nach links gewandert und durch die Wange wieder ausgetreten. Bei einem typischen Angriff müsste der Schusskanal normalerweise von vorne nach hinten führen. Das passte aber nicht zu unseren Ergebnissen. Und nun kommt auch das letzte fehlende Puzzlestück ins Spiel. Die Bleihülse, die in der Matratze gefunden worden ist. Wir fanden eine Patronenhülse in der Fußgegend, die zu dem Splitter aus der Wange passen könnte. Und wieder steht das Beweisstück mit Carragers Darstellung im Widerspruch. Wenn die Kugel neben dem linken Bein landete, musste sie aus dieser Position geschossen haben, zumindest was den Kopfschuss angeht. Die Analyse der Schussbahnen lässt nur ein mögliches Szenario zu. Theresa hat Jeffrey im Schlaf überrascht. Ihr erster Schuss hat seine Schulter getroffen. Das Opfer erschrak, hob den Kopf und der zweite Schuss traf ihn von hinten in den Kopf. Er war tödlich. Die Kugel blieb in der Wange stecken, das Projektil landete in der Matratze, neben seinem linken Bein. Die Flugbahn verläuft nach unten. Definitiv keine Selbstverteidigung. Stimmt. Die ballistische Beweisführung widerlegt Theresas Aussage. Jeffrey Siegel hat sich niemals auf Theresa gestürzt. Er hat es noch nicht mal aus dem Bett geschafft. Das Schockierende an diesem Fall war, dass weder Theresa noch Jeff aus zerrütteten Familienverhältnissen stammten. Sie beide hatten liebevolle Familien, die alles daran setzten, ihre Kinder gut zu erziehen. Was dieses Verbrechen allerdings besonders sinnlos erscheinen lässt, ist das Motiv. Sie hatten sich wegen des Grundstücks gestritten. Theresa Carragher war laut ihres Verteidigers geradezu besessen von all diesem unbrauchbaren Schrott. Ein brutaler Mord wegen Müll und Ramsch. Die Geschworenen beraten lediglich 4 Stunden, bevor sie ihr Urteil sprechen. Theresa Carragher wurde wegen Totschlags zu 40 Jahren Haft verurteilt.